Und da sind wir wieder in Mount Valash. Wellenge, wie auch immer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir ein drittes Video in. Ne, Moment, ich glaube. Conal Kurach hatte. Conal Kurach haben wir auch so lange gebraucht. So unten rechts vier Gegner. Okay. Aber auf jeden Fall werden wir hier noch länger brauchen. Deutlich länger. Und genau. Biegen wir dann hier rechts ab, oder was? Hier ist nur ein Weg. Achso. Ja, das sah jetzt so aus, als würde sich hier so ein Tentakel kreuzen. Nee, Achtung! Huch! Achtung, da ist ein Tentakel. Noch ein Tentakel. Das ist vor allen Dingen so ein Krug-Ding. Okay, das war ein Tentakel. Und ein Geist in der Mitte. Oh, Blitz, 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 Blitz! Oh, raus hier, raus hier, raus hier. Zu viele Gegner, zu viele Gegner. Die Tentakel sind zum Glück stationär. Geist kommt mit, das ist gut. Ne, der castet noch. Lass ihm Zeit finden, uns herzurennen. Aber Geist! So, bam! 1, 2, 3. Wenn der Tom Berry ist faul. 1, 2, 3. Der Tom Berry ist einfach nur langsam. Vielleicht kommt er noch. 3. Ne, ich glaube, der ist nicht langsam, der ist einfach nur abgezogen. Also ich hau gerade ein wieder. Jo. Ein wieder. Ein wieder. Gut, alle gleichzeitig, ich hab sehr wenige mal die Blume da vorne. Ja. So welche nimmt sich, wenn man den Krug einfach irgendwo stehen lässt, kann man die erledigen, oder das hat der aktiviert. Wir stehen mit einem Blitzrahmark. Was? Oh. Oh jeez. Oh! Oh jeez, oh jeez, oh jeez. Mach das nie wieder! Habt ihr irgendwie einen Anti-Blitz-Ring oder so zwischendurch mal gebaut, ohne dass ich es mitgekriegt habe? Alter, das wäre gut! Nee, ich habe immer noch den Feuerschutz-Ring drin. Erstmal das Blitz-Ding. Ich bin dafür, dass das Ding ist. 61 macht Blitze. Wie heißen die Viecher denn? Parasitenspross. Ah ja. Okay. Ah! 16, 15. Lieben. Ja, dann. Hilfe! Ah, ich bin tot! Ist er down? Nein. Der lebt noch, Mark. Jetzt ist er, jetzt ist er kaputt. Was hat mich denn da gerade so dermaßen gekillt? Wahrscheinlich wird es dadurch gewesen sein, dass du von dem Feuerzauber nur halben Verteidigung hattest. Weil du hast gebrannt. Die mag jetzt auch brennen. Und es ist noch so eine Top-Pflanze. Könnte ein guter Grund sein, ja. Top-Pflanze. See what I did there? Okay. Wartet, lass mich mal eben ausrüsten. Feuerbrosche ausrüsten. Auf jeden Fall. Ja, nicht zu nah ran. Aha, das ist die gute. Geht das? Das musste. Das ist Verteidigung. Ja. 54 Verteidiger. Du stirbst doch sowieso andauernd. Nimm keine rein. Die kannst du eher Alex geben. Mach mal da wieder anmachen. So. Ich sehe keine Gegner auf dem Radar. Wenn du mich gerade daran änderst, ich habe auch keine mehr drin gerade. Phoenix wieder. So. Also hier runter oder was? Ja. Ich sehe immer noch keine Gegner. Ja. Phoenix fehlt. Oh! Wir haben den Boss gefunden. Was? Okay. Okay. Ich seh die rote Bosstür. Dann nimm doch Phoenix wieder rein. Okay, für den Falle eines Falles, Phoenix Federn. Ja, eine habe ich noch. Ich habe noch ganz viele, soll ich ein paar ablegen? Du kannst innerhalb des Kampfes wahrscheinlich sowieso keine ausrüsten. Ich glaube, dass du dazu kommen. Ja, aber der mag vielleicht noch eine ausrüsten jetzt. In den zweiten Slot, meinst du? Ja. Ja, dann gib ihm mal. Ist vielleicht besser. Ja, ausgerüstet. Gucken wieder. Switch Eis. Ich trinke mal gerade ein bisschen Wasser. Esst das restliche Essen in eurem Inventar. Es gibt ein paar Stats. Wirklich? Ja, das gibt Stats. So, ich habe meine Magie zumindest mit der Klingelkirschenumzahl verbessert. Wenn ihr von allem Essen, was ihr habt, eins esst, dann habt ihr temporär mehr Stats. Von jedem dieser Essen. Schmeckt gut, lecker, lecker, schmeckt gut. Oh, wow. Fisch! Oh, keine Stats hochgebracht. Nee, ist nur die Hauptmahlzeiten geben Sachen. Also, warte, irgendwo haben wir hier ein Nahrungsmenü, da steht das ja alles drin. Ja, das war's, ich habe kein Essen mehr in meinem Menü. Da. Ach, das kann ich hier gar nicht einsetzen, sondern wir Multiplayer sind, wie es aussieht. Naja, dann nicht. Okay.
Leute, dann bereitet euch vor, in den letzten Bosskampf zu gehen. Hier liebe Primitiva Vita. Ich gehe mal auf Angreifen. Es gibt übrigens zwei Eingänge zu dem Boss. Wir haben jetzt den rechten genommen. Wir hätten links auch noch einen kompletten Weg nehmen können, der auch zu dem Boss geführt hätte. Okay. So wie im vorherigen Gebiet, wo ich links auch denselben Bildwechsel nochmal sehen konnte. Hier loopt scheinbar wirklich alles. Ich bin gespannt. Ich auch. Ja. Es macht dümm. Jetzt finden wir also den Oberparasiten. Den die ganzen Tentakel hier gerade. Scheinbar. Meine ist halt viel hässlich. Den mag ich jetzt schon nicht. In der Tat. Das Vieh sprüht Miasma oder sowas. Kann doch mal sein lassen. Könnte mal sein lassen, ja. Okay. Tentakel. Erstmal wegrennen. Ja, erstmal das Tentakel. Am besten wir campen hier irgendwie in der Ecke, falls wir können. Klingt sinnvoll. What the fuck? Das sieht aber nur nach einer starken Animation aus, so viel Schaden. Und dann hat das überhaupt Damage gemacht? Oder hast du uns genau in dem Moment geheilt? Hab euch auch geheilt, Leute. Das hat gar nichts gemacht. Das hat gar nichts gemacht. Das hat uns nur auf den Boden gehauen. Okay. Im Moment gestunt. Okay, da vorne, jetzt könnt ihr ihn angreifen. Ich glaube, wir können nur dieses Ding da angreifen, das uns da anguckt. Sieht ganz so aus. Ja, schön. Ja, das ist der eigentliche Gegner. Das ist der. Ein Riesenkörper kann man nicht angreifen. Parasitenkörper kann man schon mal doch angreifen. Der hat zumindest HP und verliert scheinbar auch welche, wenn ich den angreife. Die kleinen Teile. Das andere ist der Meteoparasit, den ich leider gerade nicht einsehen kann, weil ich die ganzen kleinen Parasitenkörper treffe. Ja, okay. Aber der nimmt schon mal Schaden, das ist ja schon mal ein Anfang. Vor allem. Tentakel aus, raus. Ja, ich bin. Aber ich brenne dich neben Schaden. Ah, jetzt weiß ich, was das macht. Das ist ein Stun für uns alle. Ja. Okay. Ich hab die aufgehört zu brennen. Das ist eigentlich recht ganz viel. Parasitenspur, mag Gravitas. Immer noch. Gut, dass wir sowieso kein Gravitas benutzen. Warum sollte man auch gegen nicht fliegende Gegner Gravitas benutzen? Weil es halt prozentualer Schaden ist. Ja, ja. Ja, 54. 0. Tot. So, das ist der Meteoparasit, mag Gravitas. Hat 675 HP. Der Boss. Da haben wir ja ein bisschen Druck. Ja. Der leert sich langsam, aber der leert sich. Könnte einen Moment oder zwei dauern, auch. Könnte man hier eigentlich auch. Der Kopf ist okay weg. Relativ sicher spielen, indem man einfach nur Spezialattacken zu machen. Wie gesagt, ich kann diesen Parasitenkörper kann ich auf jeden Fall angreifen. Die nehmen auch Damage. Wenn ich sie angreife. Greifst du halt an, solange der Kopf nicht da ist. Ich hatte jetzt nicht vor aufzuhören. Einer davon ist gerade tot. Tentakel. Ja, die ziehen sich auch ein, wie man sieht. Ach, du musst die Dinger zerstören, damit der Kopf wieder rauskommt. Ah. Dafür ist es gut. Aha! Spiel mich hart. Science! For Science! Ich lebe die Wissenschaft. Wir versuchen es einfach mal. Ganz wissenschaftliche Methode. Wir versuchen mal irgendwo drauf zu hauen, vielleicht funktioniert das. So wie ich meinen Fernseher mal repariere. Du stehst ein kleines bisschen zu weit weg von Kevin. So, kaputt. Sehr gut. So, Kopf, komm her. Ich treffe dich nicht. Er ist schon auf 600 HP runter. Wir haben schon 75 HP Schaden gemacht von seinen 675. Ja, das ist zumindest schon mal anders. Ja. Ah! Wenn die Zombos den nicht übertreffen würden. Der A-Knopf auf dem GBA ist gerade ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber. Macht ja nichts. So langer Down geht der Tag. Dass wir uns hier in die Ecke des Bildschirms zurückziehen können. Ja. Und der nächste Tentakel sehr weit weg ist. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwo rechts noch ein Tentakel. Der hat schon auf uns gefeuert, aber. Schräg rechts unter uns. Der tut halt nichts. Ich sehe übrigens auf meiner Karte noch ein Gebiet. Okay. Das ist völlig abgeschnitten von unserem Gebiet hier, in dem wir gerade sind. Vielleicht kommt da noch ein Boss. Das ist sehr strange. Wer weiß. Ich will das nicht. Reicht da nicht einer, der so zwei Stunden braucht? Aber es könnte länger werden heute. Pause. Geh wir einmal wieder aus. Mitten im Bosskampf. Ehrlich. Gott. Ich hasse es, wenn das passiert. Diesmal haben wir es zum Glück sofort gemerkt. Ja, die Gamers werden echt alt. Ja gut, ja. Wir haben ja so ein bisschen was auf dem Buckel. Ja, schon. Die Technik. Ich versuche zu töten. Ja. Wir das spielen wir so gut! Man kann sagen, wir schlagen uns so gut und die Technik versucht uns umzubringen. Ja, das Spiel versucht uns halt mit allen Mitteln zu schlagen. Nehmen wir halt mal einen Spieler aus dem Spiel. Der setzt zu viel Vita ein, weg mit dem. Ja.
Der ist zu hilfreich für die Gruppe. Verdammter Heiler. Ich bin wieder. Also, ich hab zumindest wieder einen blauen Bildschirm. Okay. Also, das lädt noch. Gleich geht's weiter. Dann darf ich wieder A drücken. Yay! Ja. Ja, ich bin wieder da. Okay. Kann weitergehen. Ja! Gut, dass wir in einer relativ ruhigen Phase waren. Ja. In der Tat. Ja, wenn das so im ersten Gebiet mit den Rittern und so passiert wäre. Das wäre kritisch geworden. Haut der, haut der jetzt eine Schaden raus mit 4? Kann sagen. Wir sind gerade abgehauen. Das war einfach nur eine andere Attacke, die einfach mehr Schaden macht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch einfach nur zu weit im Miasma stand. Ach, auch das. Viele Gründe dafür. Der hat uns gerade gegen den Kristall gehauen, gegen unseren Pott gehauen und ist der Pott verschoben worden. Ja, der gemein. Der hat den Pott schon mehrmals verschoben. Schiebung. Ja. In der Tat. So, noch 5 HP, noch 1 HP, tot. Sollen wir den Kristall dann mal wieder ein Stück nach oben richten? Wäre vielleicht nicht schlecht. Da leben noch irgendwie Teile von seinem Körper. Ich habe keinen Bock, da extra hinzulaufen, die kaputt zu machen. Wenn sie irgendwann mal vorbeikommt, treffe ich sie vielleicht. Das Ding dreht sich ja so hübsch. So, er ist auf 475 Runde. Wir haben schon 200 Schaden gemacht. Das geht doch. Es geht voran, ja. Es geht voran. Greift doch die Wand an. Ja, ja. Nee, die Wand, die sind alle tot an der Wand. Achso. Der hier ist nicht kaputt. Ach, der leuchtet. Ja. Die sind noch ein bisschen gesehen. Ausgefahren. So, Tentakel ist zurück. Erstmal Produktionsstätten. Ups, Vanitas. Ist das dann sozusagen der Baum allen übel? Ist der ist die Parasit, Wurzel der hier alles erstmal produziert, so wie es scheinbar. Ja. Parasitenspross hat noch 1 HP und ist kaputt. So, und okay, wieder ab auf wieder den Boss. Ab auf den Kopf. Es ist hilfreich, die HP von hinten normal von den kleinen Parasiten da zu sehen, wenn man dann immer weiß, wann man wieder auf den Boss gehen kann. Ja. Ist ganz nützlich. Okay, okay, scheinbar haben wir ihn in eine zweite Phase gelockt. Bei 450 HP, das will ich nicht. Okay, schauen wir mal, ob er jetzt schwierig wird. Oder ob er so bleibt, wie er bis jetzt war. Ich befürchte, es wird schwieriger. Wahrscheinlich. Ich befürchte auch. Das muss einfacher werden. Ja, das stimmt wohl. Auch schon. Gucken, ob wir uns weiterhin irgendwo in der Ecke halten können. Die Tentakel stehen an der Stelle. Okay. Wir sind jetzt auch schon mal unten. Ja, wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder an einen der Ränder ran. Das Ding da scheint Eis einzusetzen. Ich will es tot sehen. Ja, auf die andere Seite. Hast Feuer, mag Eis, hast Blitz. Wenn du Feuer hast, ist es eigentlich besser auf der Seite zu sein, weil ich es brennen lassen kann und dann killen wir es damit schnell. Achso, wegen dem Defense-Debuff. Ja. 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 So, dann ist der Boss in der Mitte zurück. So, ja, dann machen wir. Er sniped. Dann machen wir das gleiche Spielchen wie beim letzten Mal. Okay, er macht irgendwie so kleine Explosionscasts. Da könnt ihr aber relativ leicht rausrennen, wenn ihr die seht. Ich kann ja irgendwie nicht drüber casten. Die Erhöhung hier macht das Casten sehr schwer. Erstmal ist der Tag wieder. Und rechts ist ja mal irgendein. Eine Blitztentakel. Mist. Hier ist ein Hindernis, ich kann da nicht drüber casten. Wir müssen uns irgendwie anders positionieren. Das wird tödlich hier. Ich bin fast tot. Hol den Kelch. Hatte ich vor. Schnell, wenn wir da weiter zurückgehen. Autsch. Ist besser. Ihr könnt auf jeden Fall nicht schräg über diesen Hügel davon stehen. Dort kann ich nicht einfach so drüber casten. Okay, das ist cool. Okay, so viel zu verdammten Tentakel. Okay, dann gehen wir mittiger. Ich muss gerade reinstellen. Okay, ich kann mal da oben. Ach Gott. Okay, ich kann mal da oben hinstellen. Explosion. Explosionen! Explosion. Tentakel. Ja. Wow, die Stück zurückrennen. Reanimationszeit von den Dingern ist sehr kurz. Ja, leider. Bin fast tot. Heil. Mark, heil. Mark, Mark. Nicht mich, euch! So, kaputt. Und wieder ab in die Mitte. Das ist zu riskant, wenn wir euch beide noch angestellt haben. Ich mit Carsten. Ja, mach du Vita. Mach du Vita auf Kevin und ich. Alles klar. Okay, danke. Da bin ich wieder. Hallo Tentakel. Oh, hey. Ja. So, kaputt. Okay. Oder auf Vita. Ich meine, für zwei Nahkämpfer ist das da vorne sowieso ein bisschen eng. Ja, eben. Also, du machst Vita auf Kevin und guck, dass wir laufen bleiben. Es dauert zwar länger, aber hey, ne? Sie haben ja Zeit. Ah, Tentakel.
Autsch. So, noch. So, noch ein HP zu uns. So. Das war schön, als er nur die Nahkämpfe angegriffen hat. Mhm. Oh, er hat sich verkrochen. Ah! Wow! Was war das? Laserangriff! Oh, okay, dann stand ich weit genug weg. Ja, Dito. Mir hat's nämlich keinen Schaden gemacht. Okay. Oh Gott, ich stand beide Male nicht weit genug weg. Warum sind das denn nicht? Keine Ahnung. Vielleicht weil es blau ist. Ein blauer Laser, was macht er? Er trifft nur Yuke! Er trifft nur den blauen Spieler, du bist der blaue Spieler. Das ist sehr könnte random, schon fast sein. Das wäre nicht das erste Spiel, wo er mit GBAs da dran spielt, wo bestimmte Effekte nur auf eine Farbe funktionieren. Forsworth Adventures? Forsworth Adventures ist aber deutlich neuer als dieses Spiel. Autsch. Kaputt. Ich kann das von gerade wiederholen, mich explodieren lassen und Kevin kann irgendwo draufhauen. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. So, er ist auf 373 HP runter. Ich meine, wir haben hier eine Vita-Kette. Ja, vor allen Dingen kommen die zum Gast! Der eine hält den Nahkämpfer, der zum Glück gerade keinen Schaden nimmt. Ich habe hier ein Problem, Achso? Eis wäre gut. Haben wir leider nicht. Keine Eisnadel. Ich hatte zwar mal eine Skizze für eine Eisnadel, aber wir hatten die Sachen dafür nicht. Ja. Er hat sich wieder verkrochen. Okay, wieder auf Sonntage. Weit weg. Aha. Ich war aus der Reichweite. Okay, sind es mir erstmal dann, oder? Ja. Aufklöppeln. Ah. Das ist mein Vita. Geh nicht zu nah ran, der ist noch in seiner ich schieß meine Laser, wenn ich Bock hab Phase. Ja, ich hab mir gedacht, letztes Mal hat er zwei Laser benutzt, macht es diesmal bestimmt auch nur. Ne? Und haben zwei davon davor gesprungen. Achso, ja. Ich hab einfach mal geraten. Das ist mir dann so ein bisschen durch die Lampen gegangen, dass wir letztes Mal noch zwei benutzt haben. Wie gesagt, wissenschaftliche Arbeitsweise, wir versuchen einfach mal irgendwas. Ich hab meine Panik beim letzten Mal einfach überwogen. Also ich scheine genau in der richtigen Explosionsradius, in dem richtigen Explosionsradius zu stehen. Ja. Oder mag dich einfach nur. Oh mein Gott. Ja. Er ist auf 311 runter von seinen 675, das wird. Wow. Ja. Können wir relativ wenig gegen machen. Hör auf uns zu stunnen. Mach das nicht. Phoenix wieder rein. Ich kann dir voll sagen. Vielleicht solltest du dich auch da wegstellen, weil du uns die ganze Zeit stunt magst, wenn du heilen willst. Das ist nur so ein Vorschlag. Da ein HP hat er noch. So, kaputt. Los. Ah. Jetzt jagt er wieder mich in die Luft. Hör damit auf. Steh hier doch so gut. Jagt den Grünen in die Luft. Tackle. Ouch. I was frozen today. Ouch. Ouch. Geh weg, geh weg, geh weg. Komm hier schön auf mich. Schön auf mich. Komm mal abgekriegt. Was hat er dich in die Luft geworfen? Hat dann einen Stalagmit hinter dir aufgehoben lassen? Wir haben einfach beide nicht angegriffen. Ouch. Ein HP hat er noch. Kaputt, so. Und wieder ab in die Mitte. So. Ja. Wo kommt der denn jetzt? Ich kann sagen, was war das denn? Das war die Blitzentakel auf der anderen Seite, die am Anfang irgendwann schon mal angegriffen hat. Okay, Laser, Laser, Laser. Lasers. Laser! Ich geh schon mal wieder auf Angriff. Da ist er. Max, wenn in deinem Kampf Sachen vorhersehbar sind. Ja, ne? Ja. Es dauert zwar sehr lange, aber er fällt langsam. Aber langsam, aber sicher, kriegt er Schaden. Er hat dich in die Luft gejagt, was ist das denn? Ja, ich weiß auch nicht, wer dazu kommt, mich in die Luft zu springen.
Vielleicht bleibt der aber auch hier. Ah! Er ist auf 287 runter. Wir haben schon fast 400 Schaden gemacht. Gucken wir mal Phase 3 erreichen. Kann ich nicht lange dauern. Ich bin eingefangen. Ich bin tot. Ich hab eine Phoenix. Autsch, Autsch, Autsch. Ja, gut, ich bin noch ein Bieter drin. Muss ich gerade eben ausrüsten. Ich hab nur noch eine. Reicht nur für die dritte Phase. Die wahrscheinlich existiert. Wie das immer, es gibt immer drei Phasen. Es ist quasi ein Spiel auf einer Nintendo-Konsole. Es könnte durchaus eine dritte Phase für den Boss geben. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Ich glaube, der hat wirklich abwechselnd getragen jetzt mit unserer Tentakel. Wir haben über 400 Schaden gemacht. Schon insgesamt. Ich mich gerade an. Autsch. Ja, heilig. Oh, viel Schaden, viel Schaden, viel Schaden. Jetzt zurück. Ich bin so eben. It's doch nicht. Nein. Frozen today. So, frozen tot. Today, frozen, frozen, frozen. So, weiter geht's. Du hast gemerkt, das auch. Dieser dreckige Berg, ehrlich. Ja. Dass man da nicht drüber kasten kann, geht mir so auf die Nerven. Ich wette, das ist der Mount Welle. Wellenge. Das ist Mount Cast. So, jetzt ist er wieder rein. Wieder in Lasers. Lump. Wir haben fast zwei Drittel Schaden gemacht. Das sollte gleich in die nächste Phase gehen. Ich kann ja nur so, jetzt kommt noch ein Laser. Und so, jetzt sollte der gleich wieder rauskommen. Wieder. Ja. Mal schön zwei Laser und dann kommt er raus. Das ist wirklich wunderbar predictable. Das ist schön. So, 243 hat er. Tentakel. Leider nicht gerade lang gedauert mit dem Tentakel. Ja gut, das Fieber halt in seiner Laserphase. Ja. Da kommt's. In diesem Fight scheint es hauptsächlich darum zu gehen, die Chancen, die man zum Angreifen hat, auch zu nutzen. Ja, in der Tat. Und ansonsten wegzulaufen. HP hast du noch? 237. Ich hab mich wieder in diese Explosion zu machen. Das ist gut. Toll, ich krieg die Kombos immer nur dann hin, wenn das sein Kopf gerade weg ist. Und wenn sein Kopf gerade weg ist und ich um die Kombo mache, dann kann ich ihn nicht treffen. Bam! Feuer! Und kaputt. So, auch ja, wieder in die Mitte. Ah, fuck. So, ja, dritte Phase. Dritte Phase. Die war schon schlimm genug, die Phase. Er hat noch 223 HP. Ja, gucken wir mal. Oh Gott. Tentakel! Überall Tentakel! Ich will mich irgendwo verstecken. Ja, wir gehen zurück und dann nach links oder rechts? Links an den Bildschirmrand. Links an den Bildschirmrand, okay. Gott, so viele. Hilfe! Was wollen die alle von uns? Sieht gefährlich aus! So, dieses Tentakel hier vorne. Das ist das gleiche, was wir gerade eben auch hatten, ne? Nein, hast Feuer, hast Eis, Mark, Blitz. Das ist die Blitz-Tentakel. Also, die Seiten bleiben gleich im Endeffekt. Irgendwie so. Aber jetzt müssen wir zwei Tentakel immer zerstören. Das nehmen wir mal wahrscheinlich Feuer, oder? Ja. Da ist der Kopf natürlich jetzt von. Mark, Feuer, hast Eis, hast Blitz. Ja, ne? Leute, wir sind mitten im Kampf. Aber ich drück mal kurz den Pause-Button. Dann können wir uns kurz ausruhen und ein bisschen sammeln. Und dann können wir den Kampf in der nächsten Folge weiterführen. Gott, das dauert Ewigkeiten, dieses Level. Und dieser Boss war hinten. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal. Aloha, bis denn. Ciao.